Liebe Klavierfreunde, heute habe ich wiederum einen besonderen Gast, das ist der Josias Sigrist. Und wenn du dich schon immer gefragt hast, Klavier, Digital Piano, was ist da der Unterschied? Jetzt habe ich endlich einen richtigen Experten bei mir, das ist der Josias. Vielen Dank, bist du hier. Hallo. Ja, sehr Josias. Gerne, freut mich dabei sein zu dürfen. Hallo. Also, Josias, erzähl doch mal ganz kurz von dir, was du so machst, was ganz kurz dein Werdegang ist. Und dann werden wir alle Fragen beantworten miteinander, die ich immer wieder von euch gestellt kriege, sei es auf YouTube, auf Facebook oder sonst in E-Mails. Es geht wirklich darum, Klavier, Flügel, Digital Piano, wo ist da die Abgrenzung und worauf gilt es zu achten? Ja, sehr gerne. Also ich bin gelernter Klavierbauer, jetzt schon in zweiter Generation. Mein Vater war schon Klavierbauer. Mhm. Wir haben unser eigenes Geschäft in der Nähe von Zürich in der Schweiz. Ich habe in den vergangenen Jahren mich stark ausgebildet auf die Restaurierung von Flügeln und Klavieren, habe auch unter anderem bei Steinway gearbeitet, bei Steinway Vertretern und haben jetzt auch eigene Vertretungen von Steingräber über Kawai, über August Förster und habe da tagtäglich jetzt mit Klavieren und Flügeln zu tun, die rein akustisch oder mit digitalen Einbauten sind. Cool. Und du bist der Chef, gell? Geschäftsführer, ja. Ja, yeah. Das ist sehr gut. Okay, super. Also dann würde ich mal sagen, wir tauchen gleich ein in die Frage. Also wo ist so ein bisschen die Abgrenzung? Ich sehe immer wieder in diesen Chats, was sich da so tut. Da spricht man von E-Piano, Digital-Piano, Hybrid-Piano, Silent-Klavier, akustisches Klavier oder normales Klavier, Flügel und selbstspielendes Klavier. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Also was versteht man eigentlich unter E-Piano? Genau. E-Piano ist ein Klavier oder ein Piano, wo der Ton über ein Medium erzeugt wird, das aber keine Saite ist. Also es ist nicht hörbar von Anfang an. Mhm. Und von dort wird es dann mit einem elektrischen Abnehmer abgenommen und zu einem Ton erzeugt. Und das ist der große Unterschied zum Digitalpiano, weil beim Digitalpiano wird der Klang via die Geschwindigkeit von der Taste, die runtergeht, erzeugt. Und halt je schneller die Taste runtergeht, umso lauter ist der Ton und je langsamer, umso leiser der Ton. Und beim E-Piano ist halt, je stärker ich anschlage, umso stärker bringe ich das Medium in Schwingung und entsprechend ist der Klang unterschiedlich. Okay, das bedeutet aber auch, E-Piano ist eher so ein bisschen ein Ausdruck aus den 80er Jahren, so aus die ganzen digitalen Geschichten, dass er aufgekommen ist. Man hat ja noch nicht von digital gesprochen damals, das war so elektronisches Klavier, da gab es diese wilden Bezeichnungen. Also E-Piano ist eigentlich veraltet, kann man sagen. Also man spricht eigentlich von Digital-Piano heutzutage, ist das richtig so? Ja, veraltet ist es nicht, weil man hört es ja auch noch heute in vielen Liedern, dass man wirklich ein elektrisches, weil da geht man dann auch stark dann in die Wurlitzer, Fender Rhodes. Ah, das sind diese Geschichten. Okay, alles klar. Das sind Fender Rhodes, okay. Ja, also das sind die richtigen, schönen Klassiker. Okay, gut. Mhm. Und dann haben wir noch das Hybrid, ein Hybrid-Piano. Die verschiedenen Hersteller, die machen ja mittlerweile auch Hybrid-Pianos. Wo ist da der Unterschied? Genau, Hybrid-Piano ist ein Klavier, sage ich jetzt mal meistens, oder Flügelversion, wo einfach die Saite fehlt. Also sprich, man macht einen kleineren Korpus und man hat die Klangerzeugung über auch wieder ein schwingendes Medium oder ein Touchpad oder so, wo eine Art Hammerkopf draufschlägt. Ja. Und entsprechend ist das leise, also man kann es wirklich auch lautlos spielen, aber man hat trotzdem eine richtige Klavier- oder Flügelmechanik drin. Genau, also das NV5, das ist derzeit mein Piano, das ich spiele, von Kawai, das ist ein sogenanntes Hybrid. Genau. Dann haben wir noch Silent Klavier, Stummschaltung. Was ist denn das? Silent Klavier ist einfach eine Einbauversion im Klavier oder Flügel eingebaut. Also sprich, man macht in die Mechanik hinein eine Stoppleiste, sodass der Hammerkopf die Saite nicht mehr berühren kann. Da der wichtige Unterschied da ist, einfach zu wissen, ein Klavier oder ein Flügel mit Stummschaltung braucht eine andere Regulierung als ein Klavier oder Flügel ohne Stummschaltung, weil man braucht mehr Platz, dass der Hammerkopf die Saite nicht mehr anschlägt. Da kann es dann einfach sein, dass dass man nicht mehr so
fein Piano Pianissimo spielen kann, wie ohne die Stummschaltung. Okay, ich glaube, da kommen wir später noch dazu. Es geht momentan nur so ein bisschen um die Einordnung. Dann haben wir noch das Klavier. Ich glaube, das ist selbsterklärend, oder? Genau, Klavier, sprich Saite ist aufrecht stehend, Flügel, genau. Die Saite ist liegend. Entsprechend die Mechanik beim Flügel kommt von unten, beim Klavier kommt sie von vorne. Genau, das haben wir danach auch noch. Und da haben wir noch ein selbstspielendes Klavier. Das ist ja was super Tolles. Da muss man nicht mehr üben, oder wie funktioniert das? Genau, also es gibt zwei Varianten. Das eine ist das pneumatische, da wird es effektiv noch mit Luftdruck gearbeitet, wo es über diese Lochrolle drüber läuft und wenn es Luft ansaugt, dann geht der Hammer nach oben. Oder dann das digitale, wo dann einfach von unten an der Taste die Taste hochgedrückt wird, hinten und dann anspielt. Denn früher wurde es eben über diese Lochrolle gespielt, wo es einfach die Rolle abgespielt hat. Und heutzutage kann man über das iPad drüber wischen und das Lied auswählen, was man möchte. Okay, das bedeutet aber auch, wenn man über so eine Lochkarte das machen würde, dann hätte ich auch keine Dynamik, oder? Dann habe ich nur den Ton. Nein, genau. Da muss man, da gibt es die schönste Regler. Habe ich mir das gerade so vorgestellt. Richtig, und dann kann man mit dem Regler von Hand kann man dann die Dynamik einstellen. Okay, super. Also, das war so ein bisschen die Einordnung über diese ganzen vielen Modelle. Keyboard lassen wir jetzt ganz weg, das ist auch nicht so mein Ding. Aber wenn jemand jetzt Klavier spielen lernen möchte, der hat nur ein Keyboard zu Hause, dann geht das aus meiner Sicht für die ersten paar Wochen, um ein bisschen zu schauen, wie funktioniert das. Denn die Tasten, die Anordnung der Tasten ist genau dieselbe. Wie auch im Digital Piano, Hybrid, Klavier, Flügel ist genau dasselbe. Die Tasten sind einfach nah beieinander, sind vielfach ein bisschen kleiner und das Spielgefühl ist durch ein ganz anderes. Und wenn mich jemand irgendwas fragt, kann ich vom Keyboard lernen, sage ich ja, probier es mal aus ein bisschen, schau dir dann meine Videos an und du wirst dann schnell auch einen Unterschied feststellen, gerade vom Sound her und vom Spielspaß. Und danach würde ich dann einsteigen in eines dieser Modelle. Mal schauen, ob wir da noch ein bisschen Klarheit bringen können. Also, der Grund, zweite Frage. Der Grund, um sich ein Klavier anzuschaffen, im Gegensatz zu einem Digital Piano, was würdest du da sagen? Es kommt irgendwann der Punkt für jeden Pianisten, wo er auf einem akustischen spielen muss, rein, weil man dynamischer spielen kann als beim Digitalen. Also ich kann bei einem Klavier oder einem Flügel die Taste mit meinem Finger anders kontrollieren und entsprechend den Klang anders gestalten. Wenn ich jetzt bei einem digitalen Piano, kann ich eigentlich nur schneller oder langsamer runterdrücken, aber ich kann nicht die Klangfarbe beeinflussen, wie dass ich die Taste runterdrücke. Und man hat halt wirklich mit diesem Filzhammerkopf beim richtigen akustischen Klavier und Flügel einfach eine viel größere Möglichkeit, dass man das anpassen kann und auch die, wie es dann wirkt auf einen selber. Also das habe ich bei vielen Kunden schon gemerkt, wer auf einem Klavier lernt, auf einem richtig akustischen Klavier, der spielt häufiger, der spielt mehr und auch Kinder, die auf einem richtigen Klavier spielen, das ist viel was Wertvolleres, was Wertgeschätzteres, wo dann auch die Motivation entsprechend höher ist. Mhm. Also und rein eben auch die Mechanik, die dahinter ist. Du sprichst da von rein spieltechnischen Nuancen, also die man sich dann aneignen muss, sollte, um dann wirklich was rauszuholen. Ich stelle das auch fest, also mir schreiben die Leute vielfach so in den Community oder Facebook-Gruppen, Mensch, ich habe kürzlich mal die Möglichkeit gehabt, auf dem Flügel zu spielen, das ist ja irre laut, Mensch, was ist denn da los? Und der Fehler Nummer eins, den die meisten machen, sie haben ihren Digital-Piano, sie schalten das leise, dass man die Fehler nicht so hört, ganz zu Beginn, und dann drücken sie wie wild und nach zwei Wochen schreiben sie mir, oh, ich habe immer Schmerzen beim Spielen, muss das so sein? Nein, überhaupt nicht, das ist völlig falsch. Und wie ihr dem Abhilfe schaffen könnt, auch ganz zu Beginn, macht euer Digital Piano, wenn ihr jetzt ein Digital Piano zu Hause habt, macht das immer auf 80-90% der Lautstärke, das ist so meine Einschätzung, und dann kriegt ihr auch so ein Gefühl für die ganze Lautstärke, dass wenn ihr mal auf dem Switch einen Switch macht, von Digital Piano auf Klavier oder Flügel, dann ist das nicht mehr dieser Wow-Effekt, sondern dann merkt ihr, oh, das hört sich noch ein bisschen anders an, aber rein eure Finger und eure Spieltechnik, euer Verhalten gleicht sich dem dann schon in etwa an. Würdest du dem zustimmen? Ich hoffe jetzt mal. Ja, würde ich zustimmen. Die Prozente kann ich dir jetzt nicht sagen, auf welches Volumen. Aber klar, es ist sicher so. Das ist, beim akustischen Klavier hat man einfach den Klang, ob ich stärker oder schwächer drücke. Und beim digital effektiv halt mit dem Tonregler. Und wenn du zu leise spielst, dann passt genau das, was du gesagt hast. Ich sage das deshalb 80-90%, weil wenn man 100% einstellt, es gibt auch Pianos, die fangen da irre an zu klirren. Die sind dann halt einfach nicht mehr schön. Ja, darum habe ich so die 80-90%-Regel. Aber das gilt irgendwie so für alle Pianos. Wenn du ein sehr gutes Piano hast, also mein Hybrid, mein NV5, das habe ich immer auf 100% eingestellt, weil man hat die ganze Dynamik drin, weil die Klaviermechanik ja dieselbe ist wie beim richtigen Klavier.
da kann man wirklich sehr dynamisch natürlich spielen. Da geht es natürlich gut. Okay, gut. Möchtest du noch was hinzufügen? Ich glaube, du hast alles genannt. Dann die dritte Frage. Unterschied Klavier und Flügel. Also zunächst mal der Preis, würde ich mal sagen, oder wenn man so die guten Modelle vergleicht, sage ich mal so. Genau. Genau, also beim Klavier, Einsteigerklaviere bekommt man so ab 5.000 Schweizer Franken in Euro 4.000 Euro, plus minus 4.000, 4.500 Euro aufwärts. Das sind dann wirklich diejenigen zum Lernen, sage ich jetzt mal. Wenn man dann weitergeht, ein Mittelklasse-Instrument, da ist man schnell bei 17.000 bis 25.000 Franken oder 15.000 Euro bis 22.000 Euro. Und dann wirklich ein Konzertklavier, da sprechen wir dann ab 30.000 Franken oder Euro aufwärts. Okay. Beim Flügel kriegt man eigentlich erst wirklich gute Flügel ab so 17.000, 20.000 Franken. Das sind dann auch wieder die Einstiegsflügel in der kleinen Größe. Und halt je größer das der Flügel oder je feiner verarbeitet, umso teurer wird dann auch entsprechend der Flügel. Also wir haben die Mittelklasse-Flügel, da reden wir meistens so ab 30.000 Franken bis etwa 50.000, 60.000 Franken. Das wären 28.000 Euro bis 55.000 Euro. Und dann wirklich die Konzertinstrumente, also die Top-Instrumente, wo man dann auch wirklich von einer Investition sprechen kann, wo dann auch der Wert viel länger hält. Da geht es dann einfach wirklich von 70.000 Franken oder Euro aufwärts bis entsprechend den Wünschen halt. Wow, okay. Aber man muss es nicht haben, um Klavier spielen zu können, oder? Nein, nicht zwingend. Ich sage jetzt mal, wer wirklich im Klavierspielen vorwärts kommen will, wer dann wirklich studieren möchte, also wirklich das Klavierstudium anfangen möchte, der kommt immer an einen Punkt, wo er einen Flügel benötigt. Mhm. Einfach wegen der Flügelmechanik, die von der Schwerkraft unterstützt wird. Und ein Konzert ist immer auf Flügel, also zu 80-90%. Die Prüfungen sind auf Flügel im Studium und wenn man dann zu Hause auf dem Klavier übt, aber das Konzert auf dem Flügel spielen muss, das ist ein Unterschied. Ist dann auch sehr, sehr schwierig. Kannst du das noch kurz demonstrieren? Du hast vorhin gesagt, mit dem Hammer irgendwie, wie das funktioniert. Zwei Mechaniken mitgenommen. Zum einen haben wir die Klaviermechanik. Du kannst ganz in der Mitte halten, in der Mitte? Ja, gerne. Okay. Die Klaviermechanik, wenn man die Seite, hat man hier auf dieser Seite und die Taste, die unten verläuft. Und wenn man jetzt die Taste runterdrückt, dann passiert einfach in diesem ganzen Apparatur, dass der Hammerkopf nach vorne gedrückt wird, an Richtung Seite hin und dann auch wieder zurückfällt. Weil das ist die große Problematik beim Klavier, das Zurückfallen. Weil natürlich möchte der einfach weitergehen. Der Hammer möchte an der Seite weitergehen. Und darum ist die Flügelmechanik besser. Also wenn ich jetzt da mal schnell das Klavier anspiele, oder das ist alles, was passiert in einem Moment. Ja. Und beim Runterdrücken und wenn ich es wieder loslasse. Okay. Und beim Digitalpiano zum Beispiel geht es einfach nur runter. Hybridpiano hat diese ganze Apparatur auf. Genau. Der Hammerkopf oben, der ist dann aus einem anderen Material. Klar, und ja, genau. Klar, genau. Und ein Abnehmer. Genau. Und wenn wir jetzt die Flügelmechanik anschauen, die ist jetzt ein bisschen länger, das wird jetzt komplizierter zum Zeigen. So, ich hoffe, das ist jetzt in der Mitte. Ja, genau. Also der Hammer ist in der Mitte, alles gut, okay? Gut, ja, super. Hier oben beim Flügel, die Saite ist liegend mit dem Dämpfer, der oben drauf ist. Und jetzt der Hammer geht von unten nach oben und fällt dann natürlich wieder zurück. Darum kann man entsprechend durch die Schwerkraft spielen und man hat eine bessere Repetition und eine viel höhere Genauigkeit. Ich drücke jetzt mal die Taste vorne runter, die Taste ist entsprechend lang, darum ich nehme das wieder in die Mitte. Ja. Wenn man jetzt das runterdrückt, dann ist das eigentlich die ähnlichen Hebelgesetze, also die Geometrie ist die gleiche, nur eigentlich die Funktion ist dann anders, weil es von unten nach oben geht. Genau, der Hammer, der schnellt auch wieder rascher nach unten, rein durch die Schwerkraft natürlich, oder? Genau, richtig. Genau. Richtig. Okay. Gut, super. Ich hoffe, das konnten wir ein bisschen klären. Frage Nummer 4. Wie viele Male sollte man ein Klavier stimmen lassen pro Jahr? Kommt sehr auf die Luftfeuchtigkeit, auf die Temperatur und die Intensität an, wie viel man spielt. Die
Der Durchschnitt liegt eigentlich bei einem akustischen Klavier oder Flügel bei einmal pro Jahr. Also man sollte den Klavier oder Flügel wirklich einmal pro Jahr stimmen lassen. Jahreszeit ist egal. Viele Leute denken, ja, im Frühling oder im Herbst wegen den Veränderungen. Das Wichtigste ist, dass es immer zur gleichen Jahreszeit ist. Also dass man das Flügel oder Klavier immer etwa zur ähnlichen Jahreszeit stimmen lässt, wegen den Schwankungen. Das Zweite, eigentlich wirklich die Luftfeuchtigkeit, Temperatur ist matchentscheidend. Wenn ihr nicht auf eure Feuchtigkeit und Temperatur im Raum schaut, dann verstimmt er sich umso schneller. Man redet hier von 40% bis 60% Luftfeuchtigkeit, was man haben sollte. Wenn es weniger als 40% ist, unbedingt befeuchten. Messt das. Es gibt extra Hygrometer, wo man in den Raum stellen kann, wo dann die Feuchtigkeit anzeigt. Und wenn es unter 40 ist, den Raum befeuchten über einen Luftbefeuchter, über einen Verdampfer, je nachdem, was euch da am besten taugt. Ihr könnt den ganzen Raum befeuchten. Und wenn ihr jetzt aber einen sehr großen Raum habt, also wirklich, ihr habt das im Wohnzimmer, das Wohnzimmer ist offen mit einer hohen Decke, dann gibt es auch Systeme, die man ins Klavier oder in den Flügel direkt installieren kann. Das hilft Super. auch sehr gut. Und wenn ihr jetzt zu feucht habt im Sommer, entfeuchten. Einfach einen Entfeuchter im Raum stellen und entsprechend das Ganze entfeuchten. Hier einfach ein kleiner Merkpunkt. Bitte haltet 1 Meter Abstand von eurem Instrument mindestens mit den jeweiligen Geräten. Wenn ihr das direkt unter das Instrument stellt, zum Weil Beispiel ein unter sind Befeuchter unter das Instrument, ihr habt eine Schimmelplage und ihr macht dann den so. Flügel oder das Klavier effektiv kaputt. Und dann Also haben wir nicht mindestens einen 1 Meter Schimmel als Abstand. Marke, sondern den Schimmel, den wir nicht wollen, oder? Genau, es ist dann ein verschimmelter Flügel, ja genau. Okay. Ich habe gehört, da gibt es einen kleinen Trick, dass man einfach ein Wasserglas irgendwo in den Resonanzboden reinstellt. Ich sage jetzt mal nein. Es Würdest ist, ich habe es auch schon erlebt, vor allem in Bergdörfern, wo, dass man einfach die, beim Klavier geht es vor allem, dass man die untere Klappe wegnimmt, da unten ein Glas reinstellt, die Klappe wieder zu und das so lässt. Das Problem ist aber, wenn das Glas ist ja einfach geschlossen und nur oben eine Oberfläche und das verdampft, das verdunstet nicht richtig. Am besten wäre dann, man hätte einen Stab darüber und ein Tuch, das darüber geht, sodass die Feuchtigkeit im Tuch nach oben staubt. Okay. Nach oben geht und dann sich entsprechend verteilt. Einfach, wenn das Glas umkippt, im Flügel oder im Klavier, ihr habt einen Wasserschaden und das kann sehr schnell sehr teuer werden. Das ist das Okay. große Risiko. Darum empfehlen wir eher wirklich einen Verdampfer oder ein anderes Luftbefeuchter. So. Und Klar. das funktioniert einfach besser. Okay. Genau. Also, Boogie Woogie sollte man nicht unbedingt spielen mit einem Glas im Flügel drin. Nein, und vor allem auch nicht transportieren und Ah rumschieben, ja, weil das sowieso Glas nicht, ja drinsteht. Das klar. ist so das Dümmste. Okay. Also, ich glaube, nächste Frage haben wir bereits geklärt. Wartung und Feuchtigkeit. Genau, dann kommt die Frage natürlich. Ich habe irgendwo ein gebrauchtes Klavierflügel gesehen, da gibt es so diese Schnäppchenpreise. Und ich kriege da viele Anfragen dieser Art, obwohl ich bin nicht der Experte. Ich halte mich da auch gänzlich raus aus diesen Sachen, weil ich weiß es einfach zu wenig. Meine Spezialität ist wirklich, ich zeige euch, wie ihr Musik machen könnt mit den schwarzen und weißen Tasten. Das ist mein Ding. Aber wenn ich so eine Frage kriege, hey, ich habe jetzt hier für 200 Euro einen super Flügel gesehen, was haltet ihr davon? Oder dieses Klavier sieht ja so schön aus. Schaut euch das mal, ich könnte das kostenlos einfach kriegen. Dann sage ich immer, Finger weg. Weil du musst am Schluss die Entsorgungsgebühr bezahlen. Weil ich kann mir gut vorstellen, also sagen wir meine Meinung, ich mache jetzt ein bisschen eine Einleitung, dass wenn ein Klavierstimmer da dieses Teil dann bei dir stimmen möchte, dann wird der große Stirn runzeln und sagen, das lässt sich nicht mehr stimmen. Also es ist einfach so, da hört man auch immer wieder Geschichten, die da nicht so gut enden in dieser Art. Was denkst du, wenn du und wenn jemand dich fragt, hey, schau mal, ich habe ein gebrauchtes Klavier, worauf ist zu achten? Zu achten, das hast du jetzt auch vorhin gesagt, von außen, es sieht schön aus. Ja, aber das schön aussehen, das ist das Möbelstück als solches. Wichtig ist, wie sieht es im Klavier aus? Also Ja, wenn ihr das ist im doch wie beim Klavier... Menschen, nicht? Genau, es kommt von innen heraus. Man muss die innere Schönheit beim Klavier und Flügel betrachten. Es ist sehr wichtig, dass wenn man ein gebrauchtes Klavier von einer Privatperson kaufen will oder auch von einem Geschäft, dass man das ganze Klavier öffnen lässt. Also wir empfehlen immer,
Nehmt alles auseinander, nehmt wirklich die Klappe weg, schaut ins Instrument rein, hat es Mottenschäden? Das ist in der Schweiz momentan ein sehr großes Problem, aber wahrscheinlich auch in Deutschland in verschiedenen Teilen, dass wirklich der Filz von Motten befallen wird. Und wenn man das nicht jährlich stimmen lässt und der Klavierstimmer das nicht sieht, weil wer öffnet schon sein eigenes Klavier? Dann kann es einfach wirklich sein, dass eine ganze Mottenplage im Klavier drin ist. Dann kann man es zwar noch stimmen, aber das Ganze ist trotzdem ein so hoher Schaden, dass es dann auch wieder, dass man schnell bei 2.000, 3.000, 4.000 Franken Reparaturkosten landet. Darum immer das Klavier öffnen, anschauen und fragen, wann wurde es das letzte Mal gestimmt, oder? Ja, Wer das war ist. das Klavierstimmer? Und dann dem Klavierstimmer vielleicht auch schnell anrufen. Sie waren da bei dieser und dieser Person. Wie empfinden Sie das Klavier? Was würden Sie mir da zuraten oder abraten für den Preis? Ihr seid Ja. sehr gut beraten, wenn ihr das Geld in die Hand nehmt für eine Expertise. Also sprich, ein Klavierstimmer kommt vorbei, schaut das Ja. Klavier mit euch zusammen an, eröffnet das und dann habt ihr im Nachhinein, zwar wenn es jetzt überhaupt nichts war, habt ihr zwar irgendwie, sage ich mal, 100 Euro oder 150, 160 Schweizer Franken bezahlt, dass der Klavierstimmer das angeschaut hat, aber die Entsorgungsgebühr, wenn ihr das jetzt kauft und ihr müsst es entsorgen, dann habt ihr den Kaufpreis, die Entsorgungsgebühr von schnell einmal 500 bis 600 Franken und dann habt ihr am Schluss habt ihr einen Verlust von 500 bis 800 Franken, schnell einmal, oder? Rein Ja, klar. Transport- und Klar. Entsorgungsgebühr. Klar. Das würde mich jetzt noch persönlich wundern nehmen. Wenn du sagst, man soll den Klavierstimmer anrufen, sag mal, wann hast du das letzte Mal gestimmt? Führt dein Klavierstimmer denn Buch, wie das Piano da ist, oder weiß er das im Kopf? Oder der stimmt ja mehr als ein Klavier, nehme ich Genau, an. also wenn er nicht Buch führt, wechseln Sie den Klavierstimmer. Nein, es ist ganz, also böse gesagt. Nein, ein guter Klavierstimmer nimmt sich Notizen vom Klavier. Also man Ja, hat okay. Karteikärtchen oder ein Programm, wo man den Zustand aufnimmt, wo man die Seriennummer drin hat, die Farbe, den Okay, Jahrgang vom Klavier, wo man nachschauen kann, was hat man am Klavier gemacht. Also wir schreiben uns immer auf, wenn wir auf Kundschaft gehen, auf welche Tonhöhe war das Klavier. Auf welche Tonhöhe haben wir es gestummen? Was haben wir zusätzlich noch gemacht? Also haben wir das Instrument gereinigt? Haben wir nachreguliert? Haben wir irgendwas installiert? Also haben wir ein Befeuchtungssystem installiert? Haben wir Rollen installiert? Und die meisten wirklich professionellen Klaviergeschäfte, die haben da wirklich pro Instrument eine ganze Auflistung, wo man dann chronologisch nachschauen kann, aha, in diesem Jahr haben wir das gemacht, dann haben wir das Okay. gemacht. Und entsprechend kann man dann auch sagen, du, in 2, 3 Jahren müsste man vielleicht wieder mal etwas ins Klavier investieren, also dass man wieder ein bisschen mehr macht, dass man die Hammerköpfe ersetzt, dass man wie ein kleiner Service Ja, klar. beim Klavier macht. Also beim Auto reden wir von einem Genau. Radwechsel, beim Klavier von einem Genau. Hammerkopfwechsel, mehr oder weniger, Genau. oder? Das wollte ich gerade sagen, das ist ein bisschen ähnlich wie beim Auto. Das kann man auch Genau. nicht einfach fahren und fahren. Nein, genau. Okay. Es ist ein Motor, es ist eine Mechanik, also eine Mechanik drin, wo sich abnützt. Jedes Klavier, jeder Flügel nützt sich ab. Entsprechend auch der Wert von jedem Klavier, von jedem Flügel geht mit der Zeit nach unten. Es gibt kein Flügel, kein Klavier, das den Wert behält, also das immer auf dem gleichen Wert bleibt, weil Ja. es hat einfach Abnutzungserscheinungen, schlicht und einfach. Okay. Aber nur wenn man drauf spielt, oder? Nein, auch wenn man nicht darauf spielt. Ah, echt? Weil Auch wenn man nicht übt, Standschäden nützt es sich eintreten. ab. Ja, genau. Ja, nein, du musst dir vorstellen, du hast auf dem Klavier oder Flügel hast du 20 Tonnen Zugkraft. Also du hast 20 Kleinwagen, die an dieser Gussplatte dranhängen, rein, weil jede Seite so stark gespannt ist. Und das ist auch eine häufige Frage. Ja, ich spiele ja nicht, dann muss ich es auch nicht stimmen. Das stimmt nicht, weil die Zugkraft ist trotzdem da. Und wenn man 20 Tonnen auf diesem Klavier hat, mit der Zeit die Spannung löst sich und Ja. entsprechend weniger gespannt sind die Saiten und dann das Klavier wird tiefer. Und wenn man dann diese Spannung wieder aufbaut, dann hat das natürlich diese ganzen Kräfte, wo da sind, die müssen sich wieder stabilisieren und dann braucht es einfach 2, 3, 4 Stimmungen, bis die Stimmung als solches wieder hält, wenn man wieder Okay. anfängt zu spielen. Okay. Darum Gut. einmal pro Jahr oder alle 2 Jahre mindestens wirklich stimmen. Also ihr kommt nicht drum rum, wenn ihr ein akustisches Instrument habt. Das ist Okay, auch die gut. Gitarre, auch die Geige, alle. Klar. Nur selber stimmen sollte man das Klavier nicht, gell? Dann würdest du davon abraten. Ich habe jetzt in meiner ganzen Karriere, also die letzten 15 Jahre, habe ich einen einzigen Kunden erlebt, wo ich wirklich sagen kann,
Der hat es geschafft. Also wirklich, der hat sich, der nimmt sich für eine Stimmung 4, 5, 6 Stunden Zeit mit jeweils nach einer Stunde wieder eine Stunde Pause. Und der hat ein elektronisches Stimmgerät, das irgendwie 1000 Franken kostet. Und der hat dann wirklich eine Okay. Stimmung, wo ich sagen kann, gut, aber das war in Kanada, in den tiefsten Wäldern hinten. Und wenn er jemanden kommen lassen musste, dann hat er einfach nur schon für die Anfahrt 1,5 Stunden pro Ach Weg so, zahlen okay. müssen, oder? Und er hat mich nur angerufen, weil eine Seite gerissen ist. Und eine Seite ersetzen konnte er dann auch nicht mehr. Okay. Es gibt Leute, die mal ab und zu eine Seite nachstimmen, vor allem Klavierlehrer oder Pianisten, die haben dann wirklich einen Stimmhammer. Ganz wichtig, nehmt wirklich einen Stimmhammer, nicht irgendwie Eine eine Zange. Kombistange oder einen Rollgabelschlüssel. Ihr Ja. macht das Klavier kaputt. Es gibt YouTube-Filme, wo das Leute vorzeigen mit Kombizange etc. Ja, Hände weg, unbedingt. Also Ja, wirklich einen okay. richtigen Stimmschlüssel und lasst es euch von eurem Klavierstimmer zeigen. Investiert da halt mal eine halbe Stunde, Stunde, die ihr ihm zahlt. Wie kann ich einen Ton nachstimmen? Das kann funktionieren. Wir haben auch schon Kurse gemacht, dass wenn jetzt Leute sagen, ja, ich möchte das lernen, ich möchte wissen, wie ich einen Ton nachstimmen kann, dann kann man das zeigen, das geht. Aber wenn es über alle Töne, wir reden hier von 240 bis zu 240 Saiten, die aufeinander gestimmt werden müssen, und zwar auf Perfektion, das ist unglaublich schwierig. Ein Lehrling hat etwa 4 Jahre, bis er eine gute Hausstimmung machen kann. Also bis er zu Ihnen nach Hause kommt, hat er 4 Jahre lang trainiert, und zwar jeden Tag mindestens eine Stunde. Ja, Sonst geht das nicht. das ist noch interessant. Also wir haben 88 Tasten, du sagst jetzt 240 Saiten, also pro Saite haben wir, pro Ton haben wir 3 Saiten. Ist das deine Berechnung, die du jetzt gemacht hast? Plus minus. Also ich habe jetzt wirklich von den Pauschalzahlen geredet. Das hat ja Okay. in die ganz tiefen Töne. Also da haben wir eine Saite, dann wechselt es auf 2 Saiten und dann von der Mitte an bis zu den ganz hohen Tönen, da haben wir dann die 3 Saiten. Genau. Okay, gut, Genau. Und da alles muss klar. halt immer bei den 3 Saiten muss eine Saite auf die mathematische Berechnung stimmen und die anderen 2 Saiten müssen dann auf diese eine Saite draufpassen. Aha, jetzt lerne ich ja noch ganz viel. Das ist gut, Ja, das wusste ich alles gar nicht. genau. Okay, also nächste Frage, die Stimmung. Es gibt unterschiedliche Stimmungen. Da kursieren auch wieder Gerüchte, die Stimmung 432, die ist Ihnen super toll, 440 ist Standard oder 442. Was ist so ein bisschen der Unterschied? Kannst du ein bisschen da was drüber sagen? Ja, es ist historisch gewachsen. Also wenn man Mozart, Beethoven, Chopin, die haben alle auf 416 Hertz oder noch tiefer komponiert und Ah, echt? gespielt. Weil, genau, weil Okay. Cembalo, Spinett, Hammerflügel, die halten nicht mehr Zugkraft aus. Die wurden nicht für das konstruiert. Die heutigen Flügel, heutige Klaviere, die sind konstruiert oder berechnet auf 440 oder 442 Hertz. Das heißt, das mittlere A, das wäre, zum Glück habe ich einen Flügel hinten. Dieses A ist auf 440 oder 442 Hertz gestimmt. Also Ja. sprich, es schwebt in der Sekunde 440 Mal oder 442 Mal. Genau, okay. Die Stimmung von 432 Hertz oder oftmals die Leute nennen es auch Heilstimmung oder Naturstimmung oder der Naturton, das ist sehr viel. Ja, Philosophie dahinter oder eigenes Gefühl. Man muss einfach wissen, es ist nicht für das konstruiert. Ja, es geht. Man kann ein Klavier oder ein Flügel auf 432 Hertz stimmen. Das geht. Es ist einfach nicht für das ausgelegt. Und wenn man dann wieder mal auf 440 Hertz oder 442 Hertz den Flügel möchte, braucht es auch wieder etwa 2, 3 Stimmungen, bis der Flügel wirklich diese Herzzahl dann auch hält. Ja, Weil das ist das okay. Gleiche, wie wenn man es 5 Jahre nicht stimmen lässt, dann muss man das über diese Distanz dann wieder nach oben ziehen, wieder mehr Zugkraft drauf nehmen. Also wir erhöhen die ganze Belastung auf das Klavier und entsprechend braucht dann das wieder seine Zeit. Also ich hatte Okay. in Montreal für das Sinfonieorchester die Klavierstimmungen gemacht während 2 Jahren und die Konzertflügel, wenn ein Gast Orchester kam, weil Toronto, das war irgendwie auf 440 Hertz, Ottawa, das Sinfonieorchester auf 441 Hertz und das Oh. Montrealer Sinfonieorchester auf 442 Hertz. Oh, okay. Jetzt, wenn ich das immer umstimmen haben müssen, dann musste ich zuerst einmal runterstimmen, dass es geht, danach musste ich es nochmal stimmen, dass es hält.
Dann haben sie das Konzert gemacht, nach dem Konzert wieder hochstimmen und dann nochmal stimmen, dass es hält. Und das hat man eigentlich nur wegen diesem Herzwechsel hat man 4 Stimmungen bezahlen müssen, weil es anders einfach nicht halten würde. Okay. Oder man hat 3 Flügel. Wie? Oder man hat 3 unterschiedliche Flügel da. Genau. Okay, gut, super. Also, dann nächste Frage. Wie kann man einen Klavier leiser schalten? Kann man da irgendwann was machen? Kann man im Nachhinein was einbauen? Ja, also es gibt die normalen Funktionen sind ja das linke Pedal, wo jetzt beim Klavier der Weg vom Hammerkopf zur Seite einfach reduziert wird. Genau. Ich zeige das gleich mal schnell vor. Also man hat hier die Ruheleiste, ja, wo dann einfach mit dem linken Pedal der Weg reduziert wird. Also man hat weniger Weg, was man anschlagen kann. Und dann wird es automatisch leiser. Klar. Klar, ja. Mhm. Genau. Das zweite, was es gibt, das ist, bei vielen Klavieren hat es ein mittleres Pedal, wo die Funktion hat als Moderator. Also sprich, ein Filz geht zwischen Hammerkopf und Saite. Auch hier kann ich kurz vorzeigen. Also sprich, wir haben hier, das ist beim Flügelmodell, das gibt es bei ausgewählten Modellen, Steingräber hat jetzt das kann man als Zusatzfunktion nehmen, dass dieser Filz, der rote, zwischen die Saite geschoben wird und dann schlägt der Hammerkopf auf den Filz und dann via den Filz auf die Saite. Entsprechend ist das ein noch leiser. Das wäre der Moderator. Okay. Das letzte ist dann eigentlich die Stummschaltung, wo man den Hammerkopf daran hindert, die Saite anzuschlagen. Der Ton wird elektronisch gemessen, also wie schnell geht der Hammer, bewegt sich der nach vorne oder wie schnell geht die Taste nach unten, je nach System. Und dann hat man dann einfach über den Kopfhörer oder über Lautsprecher entsprechend die Klangausgabe. Okay, das bedeutet aber, dass man in ein akustisches Klavier, also mit Saiten, was Elektronisches dann einbaut und man hat nicht mehr den Sound, den Ton eigentlich der Saiten, der schwingenden Saiten in dem Moment, oder? In dem Moment nicht, aber man kann es, also wenn man es beim akustischen Klavier oder Flügel einbaut oder schon eingebaut ist, dann kann man auswählen, spiele ich mit oder ohne. Gewisse haben das über einen Hebel, andere über das mittlere Pedal, das man einstellen kann. Mhm. Dann kann man entweder akustisch spielen, ganz normal, oder eben man legt den Hebel um, die Leiste verschiebt sich nach hinten, blockiert den Hammerkopf und dann hat man den Klang über den Kopfhörer. Genau. Okay, gut. Super. Standort des Klaviers, gibt es irgendwas, was man beachten sollte? Ja, dann wichtig ist, das Klavier sollte nicht an einer Außenmauer stehen oder an einem Fenster. Also möglichst eine Innenwand nehmen, die zu einem anderen Raum geht oder zum Gang hin, dass es da steht. Rein, weil eine Außenmauer, wenn hier kalt ist, hier warm, dazwischen arbeitet das die ganze Zeit. Also diese Wand, die ist mal kühler, mal wärmer, entsprechend schwankt da die Temperatur und auch Luftfeuchtigkeit und das Klavier wird die Stimmung nicht so gut halten. Okay. Wenn ihr eine große Fensterfront habt und das Klavier an einer Innenwand, macht doch bitte einen kleinen Lichtschutz oder so. Direktes Sonnenlicht aufs Klavier kann das Gehäuse beschädigen, es kann verbleichen, es kann matt werden bei Schwarzhochglanz. Und was auch wichtig ist, wenn das natürlich die Sonne voll auf den Flügel oder aufs Klavier brennt, es ist schwarz, ihr könnt nur mal schon mit der Hand drauf fassen, so nachmittags um 3, 4, das wird richtig, richtig warm. Ja. Oder, und das sollte natürlich nicht sein. Also direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, keine Außenwand und nicht im Durchzug. Also wer jetzt ein Klavier in Gang stellen möchte oder in eine Galerie, wo die Luft dauernd hoch und runter zirkuliert, ist auch nicht von Vorteil. Einfach, wir möchten ja verhindern, dass das Holz nicht die ganze Zeit quillt und dann wieder schwindet, sondern es sollte möglichst stabil sein. Ja. Genau, okay, super. Dann, was ist der Unterschied zwischen einem günstigen Klavier und einem teuren Klavier? Es gibt drei Faktoren. Das eine ist der Standort, wo wurde es gebaut. Wir reden hier von die günstigsten Klaviere, kommen auch heutzutage aus China. Danach ist meistens die günstigen Serien von entweder von Japan, also von Indonesien, Japan oder aus Osteuropa. Und dann in der dritten Stufe, das sind dann die teuren Instrumente, die dann wirklich handgearbeitet sind aus Japan, aus den USA oder aus Zentraleuropa, also, wo dann auch die bekannten Marken herkommen. Das bedeutet, wenn du sagst günstig aus China, ist das nicht handgearbeitet?
Ist schon, also teils, teils. Teilsachen muss man Hand machen, aber eigentlich dein Mitarbeiter kostet weniger, oder? Ich Ach zahle bei so, einem, das es ist. geht rein um die Okay, Mitarbeiterkraft. also das sind jetzt aber rein ökonomische Prinzipien, die aber so gelten im globalen Wettbewerb. Aber was ist genau, sind die Materialien anders? Was ist die Genauigkeit anders, wie das verarbeitet wurde? Was ist genau der Unterschied? Wenn ich ein Klavier kaufe, interessiert es mich primär ja nicht, von wo es kommt. Es muss mir einfach gefallen, es muss sich gut anhören. Ja, also Materialien ist der zweite Punkt von den dreien. Bei Material, da kann ich natürlich Holz verwenden, das noch irgendwo vielleicht ein Astloch hat oder wo noch weiß ich was drin ist, wo nicht so Okay. schön gewachsen ist. Große Punkte sind auch die Jahrringe. Jetzt gerade wenn wir die Fichte ansprechen, die ja im Resonanzboden drin ist, hat die Fichte dort enge Jahrringe, also sie kann mehr Kraft aushängen, sie ist aushalten, sie ist stabiler oder hat sie breitere Jahrringe. Dann haben wir das Material auch beim Filz oder bei vielen weiteren Punkten auch, wo einfach Okay. die Güte die Qualität vom Material sehr entscheidend ist. Okay. Und das ist so. Der dritte Punkt, und das ist die Arbeitszeit, also der Arbeitsaufwand, wo eine Firma auf sich nimmt, um das Klavier auszuarbeiten. Weil man kann ein Klavier einfach in einem Fließband durchlassen, jeder Mitarbeiter macht seinen Arbeitsschritt, Ja, am Schluss ist klar. es fertig, oder? Das Ja. ist das günstige Klavier. Das teure Klavier hat schon auch seine Stationen, wo es geht, aber pro Station ist dem Mitarbeiter mehr Zeit gegeben, wo er das Klavier überarbeiten kann. Oder vor allem auch bei Flügeln. Bei Flügeln ist es noch viel entscheidender, weil man hört Ja. viel mehr, weil es offen ist. Und da sprechen wir wirklich von Zeitunterschieden, wo dann für einen Arbeitsschritt anstatt eine Stunde hat je nachdem ein Mitarbeiter dann plötzlich 3, 4, 5 Stunden Zeit, wo er Okay. dann einfach mehr ins Detail gehen kann. Und bei Flügeln ist es dann auch so, ein Spitzeklassenflügel, der ist dann auch noch eingespielt. Also der kommt in eine Maschine rein, die dann den ganzen Flügel einspielt, über mehrere Also Stunden, da. dann kommt er raus, dann geht er nochmals den ganzen Parcours, also er wird nochmals nachreguliert, er wird nachintoniert, nochmal gestummen und dann je nachdem, wenn man dann findet, noch nicht ganz zufrieden, das Ganze nochmal. Und erst dann kommt er dann zum Händler oder zu Ihnen nach Hause. Okay. Und das macht dann einfach sehr, sehr viel aus beim Flügel oder beim Klavier. Wie viel Zeit hat man ins Instrument gesteckt? Hat man die Hammerköpfe? Hat man die angepasst? Sind die ein bisschen weich gemacht? Ist das Klavier eingespielt? Ist es sauber reguliert, dass es wirklich angenehm ist zum Spielen? Also da gibt es teilweise Riesenunterschiede. Okay. Aber auch bei Top-Herstellern. Also auch bei Top-Herstellern unbedingt schauen, gefällt mir, wie es ist, wie ist die Firmenphilosophie und wohin geht es. Also wir haben jetzt bei uns in der Familie, wir sind ein Familienbetrieb, haben wir auch entschieden, wir haben nur Klaviermarken von Familienbetrieben, also nur Hersteller, die noch Klar, im okay. Familienbesitz sind. Okay. Und Ja, entsprechend, interessant, sie ja. wissen auch, mein Name steht auf dem Klavier drauf. Da muss es auch entsprechend dann auch sein. Und auch die Qualität, die Garantie, die dahinter ist, ist auch ganz was anderes, wie wenn ich jetzt eine Massenware, eine Industrieware nehme, wo einfach irgendwas draufsteht. Sondern wirklich, man merkt, da ist noch die Okay. Familie, eine Philosophie dahinter. Wir bekommen die Instrumente schon viel besser vorbereitet von diesen Firmen als bei gewissen anderen, einfach weil Herzblut dahinter steckt. Das Klavierflügel, ist es hat interessant. immer mit Herzblut, mit Philosophie, mit Geschichte. Ja, es geht ans Herz, Also schlicht und man einfach. identifiziert sich halt einfach anders. Ja, Okay, und das ist gerade gut. es gibt Marken, wenn jemand ein Klavier von dieser Marke einmal kauft, der bleibt auf dieser Marke. Also wir haben jetzt von unserer teuersten Linie, also von Steingräber, ich habe noch nie einen gebrauchten Flügel angeboten bekommen. Schlicht einfach, wer einmal so einen Flügel hat, den behält den. Also wir haben jetzt eine Kundin, die hat den Flügel in der vierten Generation bei uns jetzt eingelagert, weil sie gerade keinen Platz mehr hat und die wird den auch wieder weiterhalten. Also die kann man auch wirklich so lange halten, weil die sind super gebaut, also wirklich schön. Okay, super. Dann noch die Frage, wann gibt es den Sigrist-Piano? Also, steht mal irgendwo noch Sigrist als Brand da drauf? Ja, genau. In meinem Kopf ist es schon fertig. Ist gut. Ja, in meinem Kopf habe ich auch schon viel. Genau. Also wir haben schon des Öfteren darüber Ja? gesprochen. Es gibt ja wieder einen Schweizer Hersteller, Piano Rezia aus Landquart. Die bauen wirklich wieder ihr eigenes Instrument. Ja. Bei uns, wir haben jetzt voll den Fokus auf Verkauf, auf Reparaturen und auf Stimmung. Und
Der Bau, das kommt dann, wenn wir mehr Lehrlinge haben, also, wenn wir mit den Lehrlingen zusammen dann vielleicht mal so eine Kleinserie bauen, wo es dann auch sagt, ja, das ist Cool. einfach zum Spaß. In der Schweiz von dem Leben, die Grundkosten zum Bauen sind schlicht zu hoch. Es hat alle Schweizer Klavierhersteller bis zu den 90er Jahren hin liquidiert. Also die konnten dann, gingen alle in Konkurs, Ja. weil die Kosten einfach zu hoch wurden. Ja, okay. Gut. Okay, dann noch die letzte Frage. Miete oder Kauf? Ich möchte ein Ja. Klavier. Was würdest du da so empfehlen? Was sind so die Grundprinzipien, worauf man achten sollte? Genau, also wenn jetzt Miete in Frage kommt, dann ist es ja meistens, man fängt an, man möchte Klavier lernen, man hat den Platz für ein Klavier, dann ist Miete eine sehr gute Option. Miete muss man einfach wissen, man zahlt wie auch beim Leasing bei Autos, man zahlt immer mehr als das Klavier dann eigentlich effektiv kosten würde. Ja. Die Miete ist auf 2 Jahre hinaus eine sehr gute Option, dass man schaut, dass man so für 1, 2 Jahre zum Ausprobieren. Danach würde ich wirklich jedem empfehlen, entweder dann ein Klavier zu kaufen oder das Klavier, das man gemietet hat, aus dem Mietvertrag hinaus zu kaufen. Muss man einfach vorher abklären, ist es möglich? Genau. Wenn man jetzt länger mietet, dann zahlt man einfach bis zu 8 bis 10% mehr für das Instrument, als es eigentlich gekostet hätte. Wenn jetzt jemand sagt, ja, ich kann ein Klavier einfach nicht auf einen Schlag bezahlen, sondern ich wäre froh, ich könnte das abbezahlen. Die günstigste Variante sind oft Privatkredite. In der Schweiz sind jetzt da zum Beispiel Migros für 4,5% Zins. Ist super, weil dann kann man auch mit dem zum Händler gehen und sagen, hey, ich kaufe das Klavier, ich habe den Ja. Privatkredit bekommen und dann kann man auch beim Preis noch am meisten machen. Wenn man ein Klavier kauft, dann hat man da ein bisschen Spiel. Dann hat man zwar den Preis vom Klavier, aber oftmals ist dann auch der Stuhl inbegriffen, der Transport bis zu einem gewissen Preis, eine Garantiestimmung vielleicht. Dann kann man da wirklich schön damit arbeiten. Der Händler kann auch entgegenkommen. Sobald es dann wirklich ein Abzahlungsvertrag ist mit dem Händler direkt oder ein Mietvertrag, dann kommt einfach oftmals der Transport hinzu. Die Bank muss man eventuell kaufen und dann wird es dann im Nachhinein einfach wirklich einiges teurer. Für das Kind, das anfängt, gute Option. Wenn man aber weiß, ich will ja so oder so spielen, dann eher Richtung Kauf. Okay, gut. Ich glaube, wir haben die Fragen jetzt durch. Möchtest du sonst noch was teilen für unsere Zuhörer? Irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt? Ja, also ich wünsche allen viel Erfolg beim Klavierspielen, viel Erfolg mit Sven. Ich kann Klar. ihn auch wirklich wärmstens empfehlen. Wir haben uns auch schon mehrfach getroffen. Und wer wirklich Klavier spielen möchte oder Flügel spielen möchte, fangt so an, wie es für euch richtig ist. Macht das, wie es Sven euch empfohlen hat, auch schon in früheren Videos. Geht auf diese Sachen ein. Wenn ihr dann Richtung akustisches Klavier, Richtung akustischen Flügel geht, lasst euch Zeit. Ihr kauft etwas oder mietet etwas, das auch mit Zeit gearbeitet wurde. Das ist nicht von heute auf morgen. Es braucht seine Zeit. Man muss das transportieren lassen. Es ist eine Entscheidung, die ihr euch gut überlegen müsst. Und wenn ihr dann wirklich wisst, ja, ich will eines, dann geht nicht nach Markennamen. Ganz wichtig. Kauft wirklich das Klavier, das euch gefällt. Kauft es bei jemandem, wo ihr vertraut. Und lasst euch einfach wirklich die Zeit, geht ausprobieren, spielt die Klaviere durch, geht Genau. zu verschiedenen Händlern. Ich meine, ich bin jetzt auch Händler, ich könnte jetzt auch sagen, kommt nur zu mir. Nein, auch Leute, die zu uns kommen, empfehlen wir immer, probieren Sie auch noch die anderen Marken aus, probieren Sie, was gefällt mir, welche Charakteristik gefällt mir und Ja. was sind die Leistungen dahinter. Also schaut euch die Broschüren an, die euch ausgeteilt werden, geht auf die Homepages von den Herstellern. Schaut euch da durch, kann ich mich mit der Philosophie identifizieren? Ist das ein Produkt, was ich unterstützen möchte? Und lieber einmal noch 1, 2 Jahre warten, noch halt noch mit dem Digitalklavier oder E-Piano noch weiterfahren und halt noch ein bisschen mehr ansparen, dafür dann das kaufen, was euch auch wirklich gefällt. Wer jetzt seinem Kind ein Klavier hinstellt, das dem Kind nicht gefällt, das Kind wird auch nicht spielen. Ihr müsst Ja. wirklich, genau, es ist Ja, eine klar. einfache Sache. Ja. Ich habe selber in der Lehrzeit auf einem Klavier gespielt, das mir nicht gefallen hat. Das war ästhetisch nicht schön, das war zum Spielen nicht schön, akustisch war das nicht der Wahnsinn. Und dann habe ich auch nicht geübt. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Also wirklich kauft etwas, was euch gefällt, was dem Kind auch gefällt und
Klavierspielen ist wie Treppensteigen. Ihr macht plötzlich Riesensprünge und dann Ja, geht es wieder klar. lange nichts, dann macht man wieder einen Sprung. Ist halt so. Und da müssen Eltern dahinter sein, dann wo auch mal ein bisschen pushen und sagen, du komm, spiel doch jetzt wieder und dann geht das auch gut. Also ich wünsche allen viel Erfolg, danke vielmals, auch dir Sven, dass du mir das auch so ermöglicht hast, ist sehr Klar. spannend. Wir teilen sehr gerne unser Wissen, also wenn ihr mal vorbeikommen möchtet, seid alle herzlich eingeladen, wirklich dann auch eine Beratung und dass man da das auch durchschauen kann, was sind die einzelnen Sachen und wenn jetzt mehrere Personen sagen, ja, wir möchten eigentlich gerne einen Kurs, wir möchten noch mehr über Klavier oder Flügel erfahren, wir bieten immer mal wieder Kurse an, für halbtags, tags oder auch wirklich das ganze Wochenende, für Schulen, für Privatpersonen, einfach E-Mail schreiben. Und dann schauen wir das mit euch zusammen an. Was ist möglich? Wann gibt es wieder etwas? Und wenn genug beisammen sind, dann kann man das auch machen. Es geht auch in der momentanen Zeit mit Maske. Wir haben genug Platz. Also wir sind da offen Okay, für Ideen, für Fragen oder für die Beratung. genau, mit Masken, also wir nehmen das, dieses Video ist jetzt aufgezeichnet, wir haben Oktober 2020, eine komplett doofe Situation in der Schweiz, wir wissen noch nicht, wie es sich entwickelt, aber es ist gut, wenn ihr da auch vorbereitet seid. Okay, dann Josias, ich bedanke mich für deine Zeit Sehr und falls gerne. ihr jetzt noch Fragen habt bezüglich Klavier, Digital Pianos, ihr könnt uns schreiben, info@zapiano.com. Sofern ihr das beantworten könnt, sofern es sich auf einem einfachen Niveau sich bewegt, sind wir gerne für euch da. Wenn es komplexer wird, dann leite ich das gerne weiter, entweder an Josias oder an meinen Kollegen in Aarau, das ist der tassenträume.ch, das ist der Rainer Zulauf. Okay, also in diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen, bye bye.